Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Monkey Island 2, die Rache von LeChuck. Wir sind immer noch auf Scap Island und sind hier im Hafen unterwegs. Na, haben wir eigentlich schon so allerhand besucht. Und jetzt wollen wir mal gucken, was es hier noch zu erkunden gibt. Die Ratte müssen wir noch fangen. Geht das eigentlich so? Ja, hier hat alles angefangen, ne? So, da sind wir. Gehen wir mal zum Sumpf. Schau ein Schild. Internationaler Markt für Mojo. Unheimlich, aber seetüchtig. Dann kann man den doch benutzen. Ah ja. So. Sumpf, Sumpf, Sumpf. Ah ja. Jetzt sind wir doch bei der Voodoo-Frau, ne? Asche zu Leben. Gegen frühzeitige Kremation. Auch nicht schlecht. Fledermauswachs. Zarter Touch-Piratenpuder. Verhindert Stumpfreibung und Augenklappenreizung. Flaschen? Die sind unbeschriftet. Schädel. Von Vorführmodell. Kann man hier noch irgendwas? Zatatau. Nö, ist da. Guybrush Threepwood? Es ist lange her, seitdem du das letzte Mal zu mir kamst. Erzählen Sie mir von diesem Lago. Er ist ein schwacher kleiner Mann, der die ganze Insel herumkommandiert. Viele Leute haben Angst vor ihm, weil er mal die rechte Hand von LeChuck war. Aber LeChuck war einmal. Ich habe ihn selber zerstört. Das wahre Böse kann nie vollkommen zerstört werden. Du wirst sehen. Warum verfluchen Sie Lago nicht einfach? Das habe ich probiert. Aber die mächtige Magie liegt in einer Voodoo-Puppe. Um eine wirklich effektive Puppe zu bauen, brauche ich einige persönliche Dinge von Lago. Und niemand ist tapfer genug, sie zu besorgen. Was für Zutaten braucht man für eine solche Puppe? Das ist ja die Puppe, wo sie alle von reden. Wirst du mir helfen? Vielleicht. Damit es funktioniert, brauche ich einige persönliche Dinge des Opfers. Je eines von den vier Voodoo-Gruppen. Etwas vom Faden, etwas vom Kopf, etwas vom Körper und etwas vom Tod. Das klingt ja sehr mysteriös. Für den Faden brauche ich etwas von Lagos Kleidung. Und eine Locke von seinem Kopf. Eine Probe irgendeiner Körperflüssigkeit dazu. Und von einem seiner toten Vorfahren musst du einen Überrest einer Leiche beschaffen. Hier, nimm diese Einkaufsliste. Danke. Hast du irgendwelche Zutaten bei dir? Ich habe dieses Toupet.
nicht gerade ein Teil seines Kopfes. Aber vielleicht kann ich etwas Kopfhaut darauf finden. Hast du noch weitere Zutaten? Ich habe etwas Spucke. Hervorragend! Du kannst das Papier behalten. Hast du noch weitere Zutaten? Ich bring's später vorbei. Gut, nun geh. Okay. Also, da war. Spucke hat's, ne? Faden brauche ich noch. Also Kleidung noch und irgendwie ein Leichenteil. Naja, einen Sarg haben wir schon mal. Ja, erstmal wieder zurück. Vorfahren. Friedhof. War da nicht auch ein Friedhof? Irgendwie wird ausgraben. Mal gucken. Ja. Ach, das ist die Liste. Gleich mal angucken. Da, genau. Friedhof. Hin zum Friedhof. Hin zum Friedhof. Ja. Schubberig. Warum ist es hier eigentlich so düster? Muss das so sein am Friedhof? Warnung! Quarantänengruft. Die hier Begrabenen starben am Grünfingerfieber. Grünfingerfieber. Okay, ich gucke mir mal das hier an. Tolle Rezepte aus dem internationalen Markt für Mojo. Ja, toll. Seite 139. Tante Usens Spezialrezept für eine Voodoo-Puppe. Etwas vom Faden. Etwas vom Kopf. Etwas vom Körper. Und etwas vom Tod. Tod. Die Rickets betreten verboten. Ja. Stans gemütliche Gruft, Trademark. Hier lassen sie ihre sterbliche Hülle und nicht ihr ganzes Geld. Ah ja. Die Quagmires betreten verboten. Ich suche aber La Grande. Was ist das? Hier liegt Nibbles, der Hund. Nicht schlecht. Er war ein böser Hund. Wir sind froh, dass er tot ist. Okay. Hier liegt Hank Plank. Kennt jemand diesen Namen? Er hatte kein Geld bei sich, als er starb. Und ich suche noch jemand, der die Beerdigung zahlt. Stan. Stans preiswerte Kreuze, Trademark. Okay. Der Schmuck für Gräber, die nicht viel kosten dürfen. Ist da oben noch was? Das Grab des unbekannten Piraten. Das Grab des unbekannten Kabinenburschen. Das Grab des unbekannten Betrunkenen, den wir in seinem Erbrochenen liegend am Strand gefunden haben. Diese Stellen halten wir für zukünftige VIP-Kunden bereit. Komme ich darauf? Ja. Ah, weitere Gräber. Marco Lago La Grande, Teufel von See, Luft und Land. Ja, hier müssen wir jetzt. Zum Glück ist er tot, seit Jahren schon. Zum Pech lebt allerdings noch sein Sohn. Ja, den kennen wir ja. So, Vorfahren, da muss ich doch. Ich habe doch eine Schaufel gehabt. Ausgraben. Exhumieren. Benutze Schaufel auf Grab. Ein unheimliches Gefühl. Macht das? Ja. Natürlich, muss natürlich Gewitter sein. Kann ja gar nicht anders. Na, grab du mal. Kann ich einen Schluck trinken?
Affenhitze hier. Yay! Die Hose! Ich schwöre, beim Grab meines Großvaters etwas Seltsames passiert hier. Was haben wir da? Eklig! Knochen. Jetzt fehlt noch... Ach, der Faden. Der Faden. Ja. Kleidung. Matsch, das war's. Matsch, 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 Matsch. Ich muss noch mal zum Sumpf. So war das. Benutze Eimer mit Sumpf. Wow, ein ganzer Eimer voller Schlamm. Und er gehört mir, mir allein. Ja, toll. Damit muss ich den irgendwie dreckig machen. Tja, dann geht er nämlich das in die Reinigung bringen. Halbinsel war ich, aber ich muss jetzt erstmal wieder zurück. Ich muss auch noch die Ratte fangen. Tja. Aber das hilft mir hier auch nichts. Hoffentlich ist es nicht auf den Fußboden gerollt. Hier wollte ich gar nicht hin. Das kann doch nicht jemand geklaut haben. Oh, lieber weg. So. Jetzt muss ich bei dem in die Bude. Wie war das? Nutze einmal mit Schlamm mit Tür. Ja, genau. Ich glaube, ich höre Lago kommen. Ha! Hey, was zur Hölle? Was geht hier vor? Wer auch immer das war, er wird bezahlen. Ich krieg dieses Ding nicht von meinem Kopf. Aber wenn ich es erstmal vom Kopf habe, wird es jemand ziemlich leid tun. Vielleicht hätte ich das nicht tun sollen. Er sah mächtig wütend aus. So, hier ist nichts. So, der Plan ist ja, dass der das jetzt in die Wäscherei bringt. Und ich brauche noch, ich hab doch das Seil, ne? Hab ich nicht. Ich brauche noch ein Seil und ich brauche noch einen Stock und Käsereste. Da ist doch die Kiste, damit kann ich das fangen. Warte mal, ist da vielleicht ein Seil? Ne, da ist der Alligator mit abgehauen. Noch ein bisschen umgucken. So, ich war noch nicht bei der Halbinsel. Ja, das dauert eine Weile, bis Skybosch sich durch die Insel gekämpft hat. So winzig ist die gar nicht.
Das ist doch die Schiffscharterei hier. Komischer Steg. Ah ja. Ah, Captain Dread. Okay, aber ich sehe gerade, die Zeit ist wohl abgelaufen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Und seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Monkey Island 2 Retro. Bis dann, bye bye, eure Julia.